Über 460 Millionen Coins, das weltbeste Team in FIFA 22 und zum zweiten Mal die Nummer 1 im Transfererlös. Was uns aber viel stolzer macht, unser erfolgreichstes Community-Mitglied Stefan hat über 65 Millionen FIFA-Coins ertradet. Und genau das kannst du auch schaffen. Mit den Elite-Trading-Tipps von FootPeppy, zeitsparenden Tools und einer motivierenden Community geben wir dir alles mit, was du benötigst, um am Transfermarkt immer einen Schritt voraus zu sein, um deine Münzen kinderleicht zu vermehren. Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und du kannst das Angebot 14 Tage lang testen. Ich habe innerhalb der letzten 24 Stunden 130.000 Coins mit Special-Karten ertradet und möchte euch heute die Möglichkeit geben, diese Trading-Liste wirklich 1:1 nachzubauen. Hier sehen wir übrigens die Gründe, warum meine Trading-Liste aktuell so eine Goldgrube ist. Ich habe immer gesagt, dass wir Content brauchen, damit Trading gut funktioniert. Und diesen Content haben wir jetzt mit diesen drei SBCs tatsächlich von EA endlich bekommen, auch wenn der Preis von Cristiano Ronaldo tatsächlich bodenlos ist. Jetzt aber zu den Verkäufen. Ihr seht schon hier, das sind über 30 Verkäufe, die ich innerhalb der letzten 24 Stunden hatte, ohne nachzukaufen, und in Summe heißt es 130.000 Coins Gewinn. Hauptsächlich werden wir hier nämlich mit Special-Karten traden, die auf SBC-Futterniveau sind. Das hat einfach den Vorteil, dass sie out of pack sind und teilweise sogar spielbar. Bedeutet im Detail, wir kaufen Spieler wie zum Beispiel diesen Laudrup zum Marktpreis ein und stellen ihn sofort 10-20% teurer auf den Transfermarkt drauf. Und ihr seht, es funktioniert wirklich extrem gut. Hier seht ihr beispielsweise auch den Laudrup, den ich für über 56.000 Coins verkauft habe. Aber das ist nicht die einzige Karte. Ihr seht, diese ganzen Special-Karten eignen sich hier extrem gut, um mit diesen Spielern wirklich UV zu betreiben. Laudrup und alle anderen Spieler habe ich euch einfach mal in dieser Trading-Liste hier zusammengefasst. Passt jetzt genau auf und geht wie folgt vor. Das ist natürlich eine Trading-Liste, die für höheres Budget ist. Also baut diese Liste wirklich nur nach, wenn ihr jeden dieser Spieler mindestens einmal einkaufen könnt. Sonst macht es keinen Sinn. Wenn ihr jetzt nur 60.000 Coins zum Beispiel habt und einen Laudrup einkauft und den dann als einzigen Spieler auf eurer Trading-Liste habt, könnt ihr ewig warten. Also UV lebt tatsächlich davon, dass ihr möglichst viele Spieler, im Idealfall immer mindestens eine 90er-Liste auf dem Transfermarkt anbietet. Kauft also jeden Spieler mindestens einmal ein, im Idealfall sogar zweimal, dann habt ihr nämlich schon mal um die 50 Plätze, glaube ich, belegt und den Rest füllt ihr dann mit Low-Budget-Goldfutterkarten auf. Aber Freunde, ganz, ganz wichtig, wenn ihr einkauft, wie zum Beispiel in Rüdiger, guckt, welche Version ihr von Rüdiger einkauft, beziehungsweise mit welchen Parametern. Aber guckt, wenn ihr den zum Marktpreis einkauft, dass ihr euch den mit einem Shadow einkauft, einfach weil im Umkehrschluss diese Karte mit einem Shadow besser weggeht, weil sie halt einfach Meta ist, sie wird gespielt, wird nicht nur für SBC-Futter gebraucht, beziehungsweise für SBCs, und deswegen solltet ihr da immer noch einen guten Chemiestil drauf haben oder auch teilweise die Karten positionsverändernd kaufen. Rainer zum Beispiel ist eigentlich Z2M, den am besten mit ZM kaufen und einem Engine, damit ihr eigentlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, damit die Karte weggeht. Also wirklich jeden Spieler der Liste ein- bis zweimal einkaufen, im Idealfall natürlich auch mit Chemiestil und teilweise mit Alternativposition, das habe ich euch hier aber alles hintergeschrieben. Solltet ihr jetzt nicht mit Chemiestil bekommen oder auch nicht als Alternativposition, ist nicht schlimm, ihr verkauft die Karten trotzdem. Nur wenn ihr die Wahl habt zwischen einem Witzel mit Anker oder einem Witzel ohne Anker, nehmt ihr natürlich den mit Anker mit. Macht euch von dieser Trading-Liste hier einfach einen Screenshot. Ich biete euch heute aber alternativ auch an, dass ihr euch die Liste downloaden könnt. Und zwar werde ich heute Mittag bzw. heute Nachmittag irgendwann, wenn ich zeitlich schaffe, diese Liste zum Download in die Insta-Story von dem offiziellen FootPeppy Trading-Account auf Instagram posten. Schaut da gerne vorbei, verlinke ich euch unten. Da einfach in die Story sliden, lasst auch gerne einen Follow da, um solche Listen dann nicht mehr zu verpassen. Und dann könnt ihr euch die immer downloaden und habt diese Liste einfach jederzeit parat, wenn ihr traden wollt. Wenn ihr euch an alle Regeln haltet, die auf dieser Liste stehen, werdet ihr diese Woche auch noch extrem viele Coins machen können. Ich werde diese Liste auf jeden Fall noch bis Donnerstag und Freitag ungefähr durchziehen und dann mal schauen, dann werde ich die Liste wahrscheinlich nochmal ergänzen. Aber alles in allem kann man diese Liste immer verwenden. Falls euch das Video weitergeholfen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Trading-Video wieder. Bis dahin, haut da rein, mach's gut, euer Seth.